Der süße, verführerische Duft nach Honig, nach frisch gebackenem Teig und nach Schokolade hängt noch in den Räumlichkeiten von Jakobs Basler Lackerli. Der Laden der ältesten Biskuitfabrik der Schweiz, mitten im Herzen von Basel, ist seit dem 17. März wegen des Coronavirus geschlossen. Das Unternehmerpaar Charlotte und Andreas Kuster hat die Produktion stark reduziert. Ein seltenes Bild für ein Unternehmen, das über Jahrhunderte ohne Unterbruch produziert hat. Wir produzieren zurzeit sehr limitiert und das unter Einhaltung von strengsten Sicherheitsvorkehrungen. So haben wir pro Raum immer nur eine Person gleichzeitig. Zum Beispiel in der Backstube haben wir nur ein Bäcker statt normalerweise zwei Bäcker. Und wir haben ganz neu hier die Takeaway-Türen installiert. Mit denen können wir unsere Mitarbeiter und unsere Kunden schützen, wenn wir Leckerli verkaufen. Und wir haben einen zusätzlichen Abpackraum, den wir hier benutzen können, wenn die Situation noch einen Moment anhebt. Das Unternehmerpaar Charlotte und Andreas Kuster hat das rund 300-jährige Unternehmen vor 3 Jahren aus dem Dornröschenschlaf erweckt und viel in die Manufaktur, die in die Jahre gekommen war, investiert. Jetzt brechen die wichtigsten Absatzkanäle weg. Die Corona-Krise hat uns in der vollen Wucht getroffen. Wir sind einerseits sind wichtige Kunden von uns, wie der Dufry am Flughafen Basel oder der Globus in der ganzen Schweiz, sind im Moment zu. Und andererseits ist Jakobs Basler Leckerli ein Zulieferant von der Gastronomie- und Eventindustrie, die im Moment nicht stattfindet. So hat uns zum Beispiel die Annullation von der Basel World wird uns sehr viel Geld kosten. Wir reden insgesamt von diesem Jahr voraussichtlich für einen grossen zweistelligen Prozentbereich Umsatzrückgang. Glücklicherweise ist dem Haus der Spagat zwischen Tradition und Gegenwart gelungen. Und die Jungunternehmer haben vorausschauend ihren Betrieb bezüglich Digitalisierung auf den neuesten Stand gebracht. So erzielen sie im Moment mit dem Onlinehandel immerhin mindestens 10% ihres bisherigen Umsatzes. Ein Lichtblick ist ganz sicher die Solidarität mit den lokalen Produzenten und der starke Anstieg im Onlinehandel. Und das kann bis zu einem gewissen Grad den Ertragsausfall kompensieren. Andreas Kuster bleibt nichts anderes übrig, als für seine Belegschaft Kurzarbeit anzumelden. Doch diese Maßnahme reicht nicht und er wird nicht um einen kleinen Stellenabbau herumkommen. Jakobs Basler Leckerli ist in den letzten 3 Jahren sehr stark gewachsen. Und im Hinblick auf das erwartete Wachstum von 2020 haben wir neues Personal am 1. Januar eingestellt und haben jetzt in einem Fall leider Corona-bedingt die Probezeit nicht verlängern können. Und wir sind noch daran schauen, wie wir unsere Stundenlöhne, die auf Abruf arbeiten, wie wir die können halten und entschädigen während dieser Zeit. Dennoch verliert das Unternehmerpaar nicht den Mut und setzt alles daran, die über 260-jährige Erfolgsgeschichte seiner Manufaktur fortzusetzen. Ganz nach dem Firmenmotto: Unsere Geschichte ist unser Fundament. Darauf bauen wir. In dieser langen Geschichte von Jakobs Basler Leckerli haben wir die napoleonische Besetzung von 1803 überstanden, mehrere Hungersnöte, wir haben mehrere Weltkriege oder die spanische Grippe in unserer Vergangenheit überstanden. Und wir haben gezeigt, dass man mit Top-Produkten und einem sehr guten Kundenservice durch solche Krisen durchkommt. Ich denke, ganz besonders dankbar sind wir auch an unsere Mitarbeiter, weil die stehen zu 200% hinter unserer Firma und das ist natürlich eine grosse Hilfe während dieser Zeit.